Da ist ein Mini. Den wollen wir nicht, das... Ne, hier sind gerade nur Schrottkorn. Aber manchmal hat man halt das Glück und kann da gutes Geld verdienen, aber gerade scheint das Glück nicht auf meiner Seite zu sein. Naja, ist ja auch egal. Wie spät haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt 20.15 Uhr. Die Parts werde ich dann, denke ich, noch morgen rendern, weil wieder so 20 Minuten Parts hier. Ich werde jetzt noch einen aufnehmen, also den ihr jetzt seht. Dann werde ich erstmal einen Cut machen. Weil das Rendern, das dauert halt unnormal lange. Ich werde morgen aus der Schule kommen, direkt anfangen zu rendern. Und dann bin ich vielleicht abends, bevor ich ins Bett gehe, gerade so fertig. Das ist phänomenal für drei Parts. Wir könnten eigentlich theoretisch, ja genau, fahren wir erstmal so voll oder fliegen wir voll drauf. Wir gucken jetzt mal kurz nochmal hier hinter, ob das jetzt vielleicht gespawnt ist. Falls nicht, dann halt nicht. Auch kein Problem. Ich werde es gerade so überleben. Das war, glaube ich, ein bisschen falsch, wo ich hier gefahren bin, oder? Ne, ich glaube, hier müsste es sein. So, hier steht wieder bloß dieses alte Auto da. Mini und... Sonst natürlich nichts. Vorführeffekt kennt man ja. Das ist auch nur ein Mini, hier sind überall nur Minis. Naja gut, ist auch egal. Dann mache ich das halt andermal. Wir können ja jetzt mal bei einmal hier einsteigen. Jean-Louis. So, hallo. Ob er mir irgendwas Spezielles da zeigen will oder was ist da los? Warte mal. Wir können ja einfach mal... Lol, wo ist denn er hin? Ach lol. Ja, Mongo-mäßig verkackt. Will er noch mitfahren? Fliegen, was auch immer? Ja. Was bringt mir denn diese Überwachungskamera? Ganz ehrlich, ne? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Kann ich hier die Leute beobachten oder was? Ja, toll. Naja, wie dem auch sei. Was könnten wir denn jetzt mal machen? Also ihr merkt schon, ich habe jetzt nicht unbedingt die besten Ideen, was man jetzt ja noch für eine Kacke machen könnte, aber mir wurde ja vor kurzem auch ein Link geschickt, wo man halt bei Saturn da GTA 5 vorbestellen kann, also für den PC, meine ich jetzt. Und die haben als Release-Datum den 31.12.2014 angegeben. Und das heißt für mich natürlich, das kann man ja vergessen. Ja, da wurde ich gestört. Naja, wie dem auch sei. Was ist jetzt hier oben los? Warum bin ich jetzt hier rausgeflogen oder rausgesprungen? What? Okay, ist immer halt das hier oben. Kein Plan, warum. Ah, das ist ein Fallschirm. Hammer geil. Haben wir oder haben wir schon einen? Ja, wir haben sogar schon einen. Naja. Wollen wir einfach mal hier runterschubsen? Nee, ehrlich gesagt wollte ich das jetzt nicht, ne? Aber ich glaube... LOL! Hey! Ja, läuft bei ihm richtig rund, du! ja, armes Tuk-Tuk. Hui! LOL! Habe ich erst später damit gekriegt, dass ich nur einen Fallschirm habe. Ja, auch ist das sinnvoll. Ach kacke, ich wollte jetzt eigentlich schon dahinter, aber ich glaube, das werde ich gerade einfach mal vermeiden. Ist hier oben Fallschirm? Dann könnten wir hier leer landen. Ne, ich glaube nicht. Weil von solchen Hochhäusern weiß ich halt dann immer nicht, wie man da wieder runterkommt. Denn ohne Fallschirm ist alles scheiße. Ich kann ja mal so eine kleine Story erzählen, also so ein kleines Thema mal ansprechen, was ja
sich hin und wieder mal gewünscht wurde. Vorher gehen wir jetzt noch hier irgendwo rein. Aua! Ja, komm, ich muss hier kurz meinen Fallschirm ablegen. Und zwar, der Freund von meiner Mom oder Mutter, was auch immer, wie ihr wollt, der hatte so einen kleinen, oder hat immer noch so einen kleinen Sohn, und der will halt Minecraft spielen. Also, das kennt ihr bestimmt von früher hier. Ja, Minecraft. Aber man wusste halt partout nicht, genauso bei Cube Vault hatten auch einige gefragt, wie man da hier Cube Vault runterladen kann oder kaufen kann. Und da musste ich halt wieder ran und musste da dem Minecraft einerseits kaufen, weil der meinte irgendwie, der hat das Spiel zwar schon gekauft, aber weiß nicht, wie er es runterladen kann, ne? Na klar, Augenzwinker. Und ich weiß nicht, aber ich weiß gar nicht mehr, früher, da musste man sich, glaube ich, nur bei Minecraft.net oder anmelden, also da kann man sich einfach so einen Account erstellen oder so ein Profil halt und konnte sich darüber dann direkt hier das Spiel kaufen. Also muss man jetzt nicht irgendwie auf so einer Mojang-Seite oder so, ich weiß gar nicht, seit wann das ist, ist das jetzt erst seit Update 1.7? Ja, auf jeden Fall wusste ich halt erstmal selber nicht mehr, was man da alles zu machen muss, weil ist ja klar, man muss da seine Daten angeben, Name, Adresse, Telefonnummer, aber so halt dann, wenn man vor allem bezahlen will, muss man ja Kontodaten und so angeben, aber ich wusste gar nicht mehr, dass man sich jetzt mit Mojang verbinden muss, also die haben ja so eine spezielle Internetseite. Ich habe jetzt bloß mal mitgekriegt oder gelesen in den Patch Notes, dass in irgendeinem Update hier die Profile bzw. die Accounts mit den Mojang-Leuten da, mit den Mojang-Servern verbunden wurden. Und dass sozusagen jetzt Minecraft an sich nicht mehr nur Minecraft ist, sondern die ganzen Profile sind sozusagen jetzt mit Mojang verbunden. Und wahrscheinlich werden da jetzt irgendwie die Erfolge oder so drüber gespeichert oder ich weiß es nicht. Aha, kann man einfach mal bei ihm mit einsteigen, sagst du? Ich hoffe mal, die hören jetzt hier keine Musik, die mich stören sollte. Wir können eigentlich mal ganz kurz hier hinter, oder? Hallo? Ich glaube, er fliegt da auch schon hin. Hammer geil. Ich kann ja gar kein Radio einstellen, naja, wie dem auch sei. Ich hatte gerade irgendwie von Minecraft geredet und auf jeden Fall, ich wollte auf irgendwas hinaus. Hab's aber gerade wieder verpeilt. Einfach weil ich da. Hä, warum hab ich jetzt. Achso. Fliegen mit anderen Spielern. Übrigens, wenn die PC-Version draußen ist, dann wäre ich, denke ich mal, eher weniger nur noch. Also wenig bis sehr selten nur noch auf der Konsole spielen, weil ich muss also sagen, dass auf dem PC ist das meiner Meinung nach alles so ein bisschen. Naja, wie sagt man da? Ich weiß jetzt nicht. Es ist aber einfach besser. Also einerseits die Grafik, die Performance, die Ladezeiten in den Spielen sind ja um einiges besser. Und ich hoffe mal, ganz ehrlich, dass das Spiel nicht wirklich erst Ende nächstes Jahr rauskommt, weil Ende 2014, die tun ja fast so, als würden die hier ein neues GTA programmieren oder so. Ist ja übelst sinnlos, finde ich jetzt mal für mich so. Weil die haben ja eigentlich an sich die ganze Story und so, die ganze Map haben die ja schon. Und die müssten das Spiel doch eigentlich nur auf Konsole übertragen, oder? Was muss ich jetzt machen? Ich warte hier jetzt einfach mal, weil vor uns kam das ja auch immer hin. Naja, auf jeden Fall verstehe ich das nicht so, warum, wieso, weshalb da Rockstar erst immer alles für die Konsolen rausbringt. Das war ja auch so bei Red Dead Redemption, dass das wirklich nur für Konsolen rauskam. Also es kam ja nie für PC raus, soweit ich das weiß, aber das ist halt irgendwie schon so ein bisschen scheiße, weil die ganzen PC-Spieler und so, die wollen ja die ganzen Spiele auch mal spielen und deswegen jetzt nur diesen Rockstar-Spielen oder eigentlich wirklich nur wegen den Rockstar-Spielen, dass ich eine neue Konsole zu kaufen, ist ja schon ziemlich scheiße, finde ich mal so. Was ist denn jetzt los? Ich
finde die Waffe irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht warum, aber die ist scheiße. Na komm. Ich traue mich nicht abzuschießen, weil... Scheiße. Da oben kommen sie. Nein, ich bin gleich tot. Aber irgendwie spawnt hier gerade auch nichts, oder? Scheiße. Ich muss hier unbedingt rein. Schneller! Ja, okay, da bin ich tot. Hammer ärgerlich! Hat eine Kiste eingesammelt. Aha. Das war jetzt doch doof, ey. Wir haben es jetzt 8:30. Ich denke mal, ich werde jetzt gleich auch den Part beenden. Man muss ja jetzt auch dazu sagen, dieses Mal in der Aufnahme war jetzt nicht so viel los, also hätte man schon einiges mehr reisen können, aber es war halt gerade so, die ganzen Leute sind beigetreten und da habe ich mir so gedacht, ja, bevor du da wieder irgendwann andermal hier eine große Aufnahmesession ankündigst, was ich ja sowieso nie mache, da kann ich auch direkt hier mal eine Runde aufnehmen. Und ich denke mal, das war heute auch ganz lustig, also wir haben zwar jetzt nichts geschafft wie beim letzten Mal, aber... Es war recht amüsant, sagen wir mal so. Ist der Heli jetzt kaputt oder was? Das ist ja scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt... Ja, wie die einfach jetzt mal alle offline gehen, ne? Verstehe ich gar nicht. 8:30 ist heute irgendwas. Heute ist Dienstag. Ach, heute ist Fußball. Aber plus DFB-Pokal. Also, da wisst ihr jetzt mal, ich habe das Video vor ungefähr so 1,5 Wochen aufgenommen. Oder vor einer, man weiß es nicht, man munkelt. Ich glaube, heute ist DFB-Pokal. Naja, aber so spezielle Spiele sind ja sowieso nicht am Start. Warte mal, wer ist denn das hier hinten? Erstmal gucken. Shady oder Ashy, wie auch immer es heißt. Warte mal, ey. Level 34, okay, anscheinend. RCS hat bestimmt schon so eine Sniper, das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Denn wenn der uns hier wegschniebt, haben wir ganz schnell verloren. Ich weiß aber nicht mal, ob er uns was Böses will oder ob er einfach nur ein bisschen rumsteht. Esco Place ist im Spiel beigetreten. Ja, mal geil. Übrigens, ne? Könnt ihr auch gerne meiner Crew beitreten. Habe ich gar kein Problem mit. Müsst ihr halt nur anfragen oder mir halt schreiben. Und dann kann ich euch da ganz easy einladen. Nur... Ist halt so, dass ich auch irgendwie teilweise Leute in der Crew jetzt habe, die ich überhaupt gar nicht kenne. Also, ist wahrscheinlich dann von, keine Ahnung, irgendwelchen Online-Usern da so eine Anfrage. Also, die jetzt hier halt weder meinen Kanal kennen noch meinen Crew, oder? Warte mal. Kann man sich da auch irgendwie jetzt ranhängen? Ne, halt, stopp, warte mal. Wieder voll vom Thema abgelenkt. Ah, ne, ich glaube, da kann man sich nicht ranhängen. Ne. Das wird wohl nix. Hier kannst du vielleicht hier irgendwie ein Auto dir besorgen oder so. Das wäre ganz nice. Er hat doch bestimmt Fahndungsscheine, hä? Oder auch nicht. Wenn mich die Polizei hier drin sieht, da krieg ich doch bestimmt wieder voll aufs Maul. Hallo? Was macht denn er jetzt hier? Da dort oben, der macht ja schon wieder so einen keinen guten Eindruck, ne? Hier, was ist jetzt mit ihm? Oh, das Level. Da ist ja. 17. Ah, 17 finde ich viel besser als 42. Warum? Warum habe ich jetzt einen Fahndungsstern bekommen? Er hat einen Sandschatz, hammer geil. Ich wette mit euch, dass er mich dort hinten töten will, aber wir holen schon mal lieber hier die Mikro-MP und hier, wie wär's? Warum dort nicht raufgehen? Scheiße, warte mal, wir müssen jetzt mal kurz gucken. Nee? Ich will hier vorne einsteigen, damit ich den Radiosender wechseln kann. Nein, ich wollte bloß vorne einsteigen. Komm, steig rein. Komm, geh rein. Geh rein.
Los! Genau, dann mach du halt. So. Einfach mal ein bisschen Bullenfight hier machen, oder? Munitionsverschwendung. So muss es sein und nicht anders. Dann kommen schon wieder die Schweine. Ich glaube, ich muss mit dem nächsten Mal so einen komischen Zettel machen, wo ich mir halt so aufschreibe, was ich alles erzählen wollte oder will oder möchte. Denn irgendwie ist das in letzter Zeit immer so, dass ich habe halt gerade was aufgenommen und später fällt mir so ein, oh Scheiße, das wollte ich doch noch erzählen. Aber ich verpeile das halt irgendwie immer. Mir fällt später immer irgendwas ein, oder wenn ich halt früh in die Schule gehe, ne, fällt mir auch immer so ein, ja, das könnte ich ja in der nächsten Aufnahme noch erzählen, oder das, oder dies, oder das. Aber ich weiß nicht, wenn ich halt gerade so da in der Aufnahme selbst bin, da ist halt Stocke zwischen Gehirn, und ich weiß nicht, ich krieg da nichts hin. Also, mir fällt da in dem Moment nie irgendwie mal ein Thema ein, oder irgendwas, worüber ich erzählen will. Meistens ist es so, dass mir spontan mal was einfällt, wie hier PS4 oder so. Aber, naja. Nochmal vielleicht kurz zur PS4. Es gibt ja bisher jetzt nicht so viele Spiele, hatte ich ja schon mal erzählt, aber für die vielleicht nicht jeden Part gucken hier jetzt nochmal. Also die PS4, das ist ja so eine Sache, ne? Ich glaube, er will uns irgendwas antun dort hinten. Das ist Paco. Das ist jetzt sehr ungünstig hier. Kollege. Das ist mehr als ungünstig jetzt. Juckt ihn einfach nicht. Was macht denn er jetzt? Er zielt aber gerade nicht auf uns, oder? Ich glaube nicht. Entweder leckt mein Spiel gerade übelst, oder er zielt gerade ganz woanders hin. Aber er ist halt andauernd in unserer Nähe, ne? Ich weiß, was macht denn er hier? Ja, er steht hier einfach nur so rum. Ja, what the fuck, was geht mit ihm denn? Komm, wir fahren einfach mal irgendwo hin. Lass mal irgendwo hinfahren. Ah, mir wurde ja auch von einigen, oder ja, von zwei Leuten, von einigen sag ich mal, von zwei Leuten, einmal MTA-Zocker und einmal, warte, lass mich nachgucken. Können wir eigentlich ganz easy gucken. MTA-Zocker vor kurzem und dann, ich weiß gar nicht, was Kaver. Das ist auf jeden Fall noch eine Weile her. Oh geil, warte mal, komm, steig ein. Lol, er war gerade ganz anders. Will der jetzt schnell irgendwie versuchen raufzuspringen? Dann können wir uns das einfach irgendwie hinplatzieren, ganz gestellt auf den Zug und der Polizei so entkommen. Das Auto lenkt gerade sehr mysteriös, finde ich nicht in Ordnung von dem Auto. So, hier vorne stellen wir uns jetzt einfach mal irgendwo hin, damit wir gleich mal auf den Zug aufspringen können. So. Genau. Hammer geil, so muss es sein. Ich würde aber jetzt gerne noch bis ganz nach hinten gehen irgendwie. Weil da hat man einfach so die besten Aussichten. Da kann man nicht auch so sehen, einfach mal so in so einen Container ballern und da so den ganzen Zug hier zum Stehen bringen. Scheiße. Alter, hab ich Glück gehabt. Hui! Ist hinten? Ja, hinten ist noch eins. Hammer geil. So, hier verstecken wir uns jetzt einfach mal kurz. Also ich gucke jetzt da jetzt nicht nochmal extra nach, aber ich glaube, es war auf jeden Fall MTA-Zocker und so, wie man die Stimmen aufnehmen kann. Mir wurde zum Beispiel gesagt, dass ich mein Headset hier, also was ich jetzt gerade benutze, einfach an eine PS3 anschließen kann. Das ist mir alles klar. Aber das ist halt irgendwie, naja, die Stimmqualität bei GTA bzw. bei PSN ist halt jetzt nicht so gut, dass man da drüber jetzt aufnehmen sollte. Mir ist verklärt, dass ich dann mit den anderen aufnehmen kann und die anderen auch hören kann, und
die halt dann im Video auch hörbar sind, aber ist halt alles nicht so optimal. Naja, falls ihr da irgendwelche Möglichkeiten habt oder vielleicht auch irgendwelche Programme habt, womit ich einfach mit meiner Game Capture Card da. Lol. What the fuck? Womit ich halt mit meiner Game Capture Card einfach die Stimmen anderer aufnehmen kann. Irgendwie ist das gerade verbuggt. Naja, dann sagt mir da gerne Bescheid und ja, ich würde sagen, hau du rein, bis zum nächsten Mal und ciao.